Schmatzi mal wieder hinter der Kamera. Der will heute nicht gefilmt werden. Er macht heute nur Filmer. Genau. Wir versuchen heute mal, das heißt versuchen, wir machen es einfach, unser Video über das Spannungsholz. Schön schaufeln. Aber schaufeln mit meinem. Mit deiner Niere? Ich bin gehandicapt. Das macht nicht. Das wollen wir nicht. So, Fritschi schaufelt heute mal Säge. Kugelspäne. Für die Fritschi-Ketten. Für die Beimischung zu den Fritschi-Ketten. Aber wir verraten nicht. Wir können auch mal tauschen. Nee. Aber du musst uns was einfallen lassen. Irgendwas bauen, was kleiner. Ja, klar, mit der, das geht schon. Bloß das Problem ist, die sind so trocken, das pfeift ja überall raus. Ja, dann einfach noch so eine Plane drüber. Aber jetzt muss man schon sagen, es ist ein sehr, sehr schönes Licht, was quasi dein Haupt bedeckt. Echt? Der Sonnenaufgang hier. Oh, boah, das sieht ja richtig epic aus, würden Sie sagen hier. Epic. Epic. Ah, mit dem Qualm und oh ja, Mann im Wald. Oh ja, müssen wir auch noch nachher, müssen wir im Wald. Auch das noch. Entschuldigung. Das gehört dazu. Gerade noch in Wirbelspänenform. Die Dame da schön und frische Ketten. So, haben wir mal wieder schön Holz eingekauft. Na, oder? Der private Waldbauer ist glücklich, dass er es los hat. Und wir haben feines Käferholz. Jo. Ganz fein. Jetzt grinst du mal so. Na, nix. Oh mein. Da muss ich auch aufhören, immer so viel Holz zu kaufen. Da ist es auch schon los. Ist auch klein geschnitzelt. Damit die Sägewerke reden immer Holz. Pass auf deine Haare auf. Findest du noch? Ja, klar. Oh, guck mal, hier was schönes brennt. Na. So. Findest du immer noch? Ja, das ist. Wir machen Uncut heute. Extended Version. 5 Stunden. Fünf Stunden? Nee. Rohmaterial.
Sendezeit. Nee, Quatsch. Als wir eine Sendezeit brauchen. Wenn so, wir Freunde. Was haben, dann haben wir Sendezeit. Das ist nur das Blöde. Was? Bin ich nur halb auf dem Bild mit meinem Schatten. Echt? Nee, erzähl. Dann mach doch einfach von der Seite. Ja, dann hab ich doch meinen Schatten drauf. Nee, erzähl nur, das haut gerade hin. Ich hatte mal, jetzt vor kurzem, mal ein paar Stämme eingekauft von einem privaten Waldbauer, der einen Hang aufgrund Käferbefalls platt gemacht hat. Und das Holz eignet sich im Prinzip sehr gut für das Video. Habe ich mal ein Stämmchen rausgesucht. Das sieht man hier. Siehst du das? So, jetzt sehen wir das. Da sieht man schon, dass er ein bisschen eierig ist. Also nicht ganz rund, wie zum Beispiel auch der hier. Ja. Der hier oben sieht dann schon wieder anders aus. Der ist auch besser. Und bei dem sieht man es halt am besten, dass der Kern gar nicht mehr in der Mitte ist. Und dass der hier viel, viel, viel mehr Holz aufgebaut hat. Das ist eigentlich für eins der häufigsten Anzeichen, warum Spannungsholz entsteht. Und zwar liegt es daran, dass der Baum an einem Hang stande. Das ist, wie gesagt, das häufigste, die häufigste Ursache. Es gibt noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel, wenn er halt ein Randbaum ist, Witterungseinflüssen ausgesetzt, das heißt viel Wind, einseitig beastet oder steht halt schräg aufgrund von, dass mal früher vor vielen, vielen Jahren mal ein Baum angefallen ist, dass er den Schrägstand wieder ausgeglichen hat. Da entsteht dann halt auch dieses Spannungsholz. Man nennt es auch Druckholz und Zugholz. Also das heißt, die dünnere Seite ist immer das Zugholz und die dicker aufgebaute Seite ist das Druckholz. Sieht man das denn überhaupt? Ja, echt? Das sieht man. Cool. Genau. Das heißt, was macht der Baum? Er muss halt den Schrägstand oder halt, je nachdem der Einfluss, er muss es ausgleichen. Bäume sind intelligent. Das heißt, er baut auf der einen Seite mehr Holz auf, um gegen diese Hangabtriebskraft, kann man eigentlich sagen, ne, entgegenzuwirken. Das sogenannte Stützholz wird es auch genannt. Ja, und die andere Seite ist halt das Zugholz. Genau. Was halt im Prinzip den Baum halt festhält und die andere Seite stützt ihn. Genau, da würde ich sagen, dann, ja, dann holen wir das mal raus mit unserem mächtigen Sani-Bagger. Deswegen sind wahrscheinlich auch die Ringe enger, gell? Bei ja, dem, das, ja. Was war das jetzt so? Man sieht es halt hier. Das ist das Druckholz, das ist Stützholz. Man sieht halt, der dicken Wachstum ist viel größer als auf der anderen Seite. Genau. Na, hier ist es halt die Jahrringe viel enger aneinander. Und hier sind sie viel weiter auseinander, obwohl die halt alle zusammengehören. Na, der Kern wandert halt im Prinzip nach links weg. Und hier wird mehr Holz aufgebaut. Dicken Wachstum. Ja, jo, genau. Ziemlich schwierig dann beim Auftrennen. Was heißt schwierig? Es gibt ein Allheilmittel, das erkläre ich euch dann an der Säge. Also ein Allheilmittel ist es nicht, aber eine, ich sag mal, eine Art, wie sagt man Schmatzi? Trick. Trick, ja, ja, Trick kann man es nennen. Ja, wie man dem etwas entgegenwirken kann. Man kriegt das, die Spannung nicht komplett rausgeschnitten, indem man auch nur den Kern auftrennt oder irgendwas. Das funktioniert nicht. Ja, also muss ich dann auch die Produkte dementsprechend wählen, was man daraus macht. Ja. Dann würde ich sagen, ziehen wir das Teil mal raus. Genau. Das, wenn ich jetzt laber. Ja, wir haben eine technische Neuerung in unserem Bagger. Und zwar die Fußpedale.
Die sind original nicht dran. Also nicht bei dem Baujahr. Die sind abgerüstet. Und kann jetzt auch mit den Füßen fahren. Endlich. Fühlst du immer noch? Mhm. Auch hier sieht man, auf der Rückseite. Der Kern sitzt hier und hier haben wir unser Druckholz. Ja. Ja. Das Reifeholz hat halt, gibt keinen Kern in dem Sinne. Gibt nur eine Markröhre, der Rest ist alles das gleiche Holz. Na, Flüssigkeitstransport ist ja meistens nur außen bei diesen Fichte-Tanne. Genau, und innen drin ist nur Stabilität. Jo. Genau. Ich habe schon mal Dampf auf die Säge gegeben. Klack! Was machen wir da draus? Hm. Aus Spannungsholz kannst du nicht allzu viel machen. Was denn zum Beispiel? Na ja, auf keinen Fall Dachlatten, weil die werden alle krumm. Ja, also wenn, dann würde ich da draus rein theoretisch unbesäumte Schwartenbretter machen, weil was anderes kannst du nicht draus machen, wenn das so extrem aufgebaut ist. Oder halt einen Balken versuchen, das Druckholz da rauszuschneiden. Ja, das Allheilmittel oder der kleine Trick ist eigentlich, das Teil so oft wie möglich zu drehen. Ja. Genau. Dass man sozusagen die ganze Sache entspannt. So was aufschmatzen, das ist für die Knochen. Knochenbrecher. Das ist immer schön wie irisches Teil. Dann fangen wir einfach mal an und schneiden mal die obersten Schwarten runter. Dann sieht man auch die Färbung, weil Druckholz ist eigentlich immer dunkler gefärbt als normales Holz, also Zugholz oder eben ganz normal, wenn es nicht unter Spannung steht. Durch den dicken Wachstum halt wird mehr Material aufgebaut. Ja. Sieht man dann eigentlich schon. Mach mal hier an. Ah, jetzt geht's. Jetzt filmst du schon. Das kann ich auch mit dem Bild. Echt? Warum ging das nicht? Weg, keine Ahnung. Hast du schon mal neu gestartet? Was? Dann fragen Sie mal, haben Sie schon mal neu gestartet? Achso, ja, das ist ja das. Filmst du jetzt schon? Ja, du filmst ja, red mal ein bisschen lauter, weil du bist ein Stück weiter weg, wenn du was erzählen musst. Oder kommst du näher ran? Ich meinte, ich müsste was Trauriges erzählen. Ich habe diese Woche eine kleine Fritschikette überfahren. Oh. Die ist aus dem Eimer rausgerollt, unter das Auto gerollt und dann ist das Auto drüber gerollt. Ja, das passiert. Ja, ich habe da nur noch das kleine Häufchen gesehen. Auch hier ist auch die Schraube von meinem Kopfhörer. Guck. Einmal frei. So. Im Normalfall, das ist jetzt im Prinzip das Druckholz, was wir zuerst aufschneiden, müsste sich das Holz im Prinzip so wölben, also einfach nach oben. Und das Zugholz, wenn wir jetzt die andere Seite auftreiben würden, müsste sich dann halt so wölben. Das ist halt nur, dass man es mal sieht. Genau, was da für Kräfte drauf sind auf so einem Stamm. Wo rennst du denn jetzt hin? Man soll ja auch die GoPro. Kann ich schon anfangen? Gut. Ich fange mal an. Die arme kleine Fritschikette. Vorarm. Meine Schutzbrille. Ohne Schutzbrille geht nicht.
habe versucht, die Spannung rauszuschneiden. War doch nicht ganz so. Ja, stand doch nicht ganz so unter Spannung. Ich habe es dann so gemacht, ich habe ein 12er Kantholz geschnitten. Bisschen größer, bisschen übermaßig, dass ich zwei 6er rausgekriegt habe. Und versucht noch den Kern halbwegs aufzutrennen. Ja, ich denke, da wird nichts passieren. Hier sieht man mal schön das dunkle Holz. Ja, gegenüber anderen helleren Holz, das dunkle Holz ist meistens das ja, Druckholz. Genau, das ist immer ein bisschen dunkler. Ich denke, die Sparten sollten sich nicht mehr verziehen. Hier sieht man es noch deutlicher. Genau. Die Jahrringe viel breiter, hier viel enger, Spannungsholz. Aber ich habe es halbwegs rausgeschnitten, die Spannung. Ja. Das ist so mal was zum Spannungsholz. Bei manchen Stämmen ist es halt auch so, dass man es von außen nicht sieht. Na, dass dann irgendwo im Stamm dann mal irgendwo mal irgendwas passiert ist. Und vor vielen Jahren, keine Ahnung. Ja, das kann man manchmal auch an Stauchungen sehen, äußerlich. An der Rinde, dass die mal ein bisschen gequetscht ist. Das kann auch so darauf hinweisen. Aber wie gesagt, manchmal sieht man halt auch gar nichts. Ja. So, das war's, denke ich mal, zum Thema Spannungsholz. Erstmal, wenn mal wieder ein schöner Stamm dabei ist, Matzi, da machen wir mal ein schönes, ja, mache ich mal ein schönes extrem Spannungs, ja, wie soll ich sagen? Extreme Spannung quasi. Schon, extrem Spannungs. Schon, guck mal, es sieht aus wie hier. Ui. Oh. Kleines Kunstwerk, da sieht man auch, dass es ein bisschen unter. Da weißt du, wie das aussieht? Das sieht aus wie ein Schnurrbart. Echt? Na, kennst du den Film mit diesem Dalorax? Ach ja, hör auf, mach keine Schleichwerbung. Das ist doch hier so ein Trickfilm, oder was ist denn das? Ja, das ist ein Trickfilm, wo dann der Wald stirbt und so. Ah, der Wald. Genau, da haben wir jetzt hier das noch so. Das ist fast wie bei uns im Käfer. Zwei Augen mal, das sieht aus wie ein Schnurrbart. Ja. Mietikatze, fein. Es gibt da zu lachen. Ach ja. Ganz normal durchgeknallt. Ja. So, ich meine, wir machen jetzt noch ein Outro. Ja, müsst ihr noch sagen, dass die hier abonnieren sollen. Ach so. Wenn sie wollen. Wenn ihr wollt, könnt ihr abonnieren, soll ich sagen. Und die Glocke. Und die Glocke. Bimmelimmelim, dass ihr immer benachrichtigt werdet. Und vielleicht, wenn ihr Lust habt, in die Kommentare was reinzuschreiben. Ich hoffe, wir haben wieder schön blöden Dialekt gelabert. Weil das machen wir gerne. Da grinst du, ne? Ja, manche gucken sich die Filme wirklich nur wegen unserem bekloppten Dialekt an. Deswegen quatschen wir auch so. Normal sprechen wir ganz Hochdeutsch. Nee. Naja, egal. Also ich wünsche euch eine schöne Zeit. Oder wir. Was machen wir als nächstes? Glühwein trinken zum ersten Advent. Glühwein-Video. Auf dem ersten Weihnachtsmarkt morgen. Genau. Oh, genau. Ja. Ja, also wie gesagt, wenn ihr Fragen habt zu Spannungsholz, das stehen wir euch ja, mit Antwort zur Seite. Alles können wir auch nicht wissen, aber so viel schon. Genau, ja, Allheilmittel, den Stamm so oft wie möglich drehen. Dann kriegt man es so halbwegs raus. Ja, ein bisschen schon auf die Struktur achten, bevor man es auftrennt. Manche Stämme kann man einfach komplett vergessen. Da kannst du das eigentlich auch ins Brennholz schneiden. Aber ja. Gerade bei sowas hier kann man schon noch ein bisschen was draus machen. Ja. Gut, dann soll es das gewesen sein. Ich würde sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.